Eine fliegt immer. Hören Sie nochmal an. Hör auf, das Geräusch, was Sie machen, das ist nur so ein bisschen reden, dass Sie auch Spaß haben, hier zu fliegen. Und auch wenn wir hier gerade, heute wieder sind angekommen und aufs Bus haben gesetzt, haben wir so laut gelacht. Ja, nur zwei dabei. So, ja, gut. So, dann gehen wir langsam mal die erste wieder nach Marissa hin. Es sind kleine Vögel, aber können doch richtig. Keine Ahnung, aber sie redet schon. So, erst noch dahin, weil sie kann sich jetzt nicht machen, von der einen nach die andere Seite nach Marissa hinzukommen. Es ist auch ein bisschen falsch mit der Wind. Es ist meistens auch so mit Greifvögeln, eigentlich alle Vögel können nur mit der Schnabel in der Wind hoch und können nicht aus der Wind gut fliegen. Nur seit Mädchen hat ein Körpergewicht von ungefähr 800 Gramm, normalerweise in Südamerika und Mexiko. Also steht jetzt, alle müssen nach. Komm her, alle kleinen Fettchen. Ja, auch. Junge. Ja, alle kleinen Fettchen. Ja, okay, als zweite Eier. Weißrückengeier. Komm auf, Fregel. Komm, 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 pass auf. So, der Weißrückengeier lebt normalerweise in Süd- und Ostafrika. Und das sind natürlich... Damen und Herren, unserem Weißkopfseeadler. Herr Adler macht seinen letzten Flug nach mir. Danke sehr. So, auch mit unserem Adler machen wir ein Ende unserer Flugshow. Sie waren ein super tolles Publikum. Danke sehr dafür. Wir wünschen Sie noch eine ganz schöne